Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Nein, heute geht's noch nicht weiter mit meinem Kameraabenteuer. Das kommt irgendwann. Hoffentlich. Ja, heute geht's um Lotto. Ihr wisst schon, das, was ich gewinnen müsste, wenn ich noch mehr Likers flachlegen sollte. Wenn ich mal Lotto spiele, was selten vorkommt, na gut, man kann mal sagen, im Monat vielleicht höchstens ein, zweimal verliere ich halt mal. Meistens. Manchmal gebe ich nicht so viel, dass ich von denen den Lottoschein bezahlen kann. Wenn ich jemals den Lotto-Jackpot geknattert hätte, wäre die Abfolge meiner anschließenden Handlungen vermutlich wie folgt. Zuerst vermutlich umfallen, falls dabei die Blase nachlässt. Ist okay, wir sind alle nur Menschen. Ich wäre dann aber reich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand beim Absahen eines Jackpots den Lottoschein tatsächlich an die Zentrale per Post verschicken würde. Nee, würde ich niemals machen, Alter. Nie im Leben. Ich würde dann direkt hingehen. Dann sind das mehrere Millionen Euro komprimiert auf ein Stück Thermopapier mit Barcode. Bitte nicht knicken, hat ein ganz anderes Level erreicht. Ich würde den Wischen einen Koffer legen, diesen abschließen, mit einer Handschelle an mich ketten und direkt zur Lottozentrale fahren, wo ich dann am Empfang droppen würde. Moin, ich hab den Jackpot geknackt, bitte geben Sie mir jetzt mein Geld. Daraufhin wird mich die offizielle Lottofee abholen. Die gibt's wirklich? Nur ist es ein Manfred im Anzug. Lotto Manfred wird den Schein checken, mich in sein Büro begleiten und mit mir dann ein Beratungsgespräch durchführen, wie ich mich nun am besten zu verhalten habe. Ja, und das kenne ich, habe ich irgendwo schon mal einen Bericht drüber gesehen. Kann man aber, glaube ich, ablehnen, wenn man möchte? Ja. Man kann ja mal gucken, was die so sagen, oder? Also ich würde es mir mal anhören. Aber wahrscheinlich wird es halt darum gehen, das Geld irgendwo hin zu investieren. Was ja gar keine so schlechte Idee ist, nur ob sich gerade Immobilien lohnen. Bei den Preisen, die steigen, verkaufen gerade eher viele ihre Häuser, statt neue zu bauen. Und was scheinbar 80% aller Lottoglücksbisse einfach wegignorieren, kannst du dir nicht ausdenken. Ich mache hier heute mal eine kostenlose Lottoberatung. Aber zuerst... Ich habe damals für meinen Spontan-Podcast Gurkenrezepte so schnell wie möglich ein Intro gebraucht. Also habe ich mir eine professionelle Sprecherin auf Fiverr gebucht, die mir dann ratzfatz ein schnickes Intro aufgenommen hat. Herzlich Ach, guck an, die kann man buchen? Ist ja geil. Willkommen zu einem weiteren Podcast, den eigentlich keiner braucht. Was zur Gurke ist denn ein Fiverr? Irgendwie hat mich das gerade so ein bisschen an Goldmyro erinnert. Einfach. Kann man das essen? Auf Fiverr kannst du dir digitale Dienstleistungen aus 600 Kategorien super easy buchen. Du brauchst was mit Grafikdesign, eine eigene Webseite, ein Sprecher, der klingt wie aus einer Werbung oder wieso nicht gleich ein ganzen Werbespot. Gurkistan hat zwar bereits eine Flagge, aber noch kein eigenes Fancy Wappen. Und Fancy Wappen sind wichtig, also habe ich mir einen Künstler auf Fiverr gesucht, der absoluter Experte in Fancy Wappen ist. Einmal fix eine Anfrage gestellt, geschrieben, was ich mir so vorstelle. In der Mitte muss die Flagge hin, rechts und links meine Characters, vielleicht noch eine Mütze oben drauf. Und nach wenigen Tagen dann, boom! New Delivery. Ich finde es schon gut. Ich finde, die Figuren hier sollten einen Tick kleiner sein. Der Verlauf kann auch ruhig weg. Denn ich kann nämlich auch Feedback geben. Two little things. Und Feedback senden. Und das Feedback wurde umgesetzt. Oh, sogar zwei Varianten. Nice. Ist es nicht cool, wie ich da mit Nene stehe? Und die zweite Variante? Ich glaube, ich nehme die Variante, da hier die Gurkistan-Flagge schön prominent in der Mitte steht. Dann bin ich zufällig noch über diesen professionellen Sprecher hier gestolpert, der deutlich besser klingt als ich, und habe mir spontan eine Art Ansage für Gurkistan gewünscht, die ja vielleicht super mit dem Wappen laufen könnte. Herzlich willkommen in Gurkistan, der vermutlich coolsten Community nördlich der Elbe und auch südlich. Hinterlass ein Abo und werde heute noch zu einer Gurke. Irgendwie habe ich jetzt Flashbacks an Seven vs. Wild. Aber nein, ich bleib dann lieber bei Plankton-Stimme. Das passt doch besser rein. I was very satisfied. Wenn du mal für dein Projekt professionellen Support aus einer Auswahl von vielen super kompetenten FreelancerInnen brauchst, dann check doch mal Fiverr aus. Mit dem Code Plankton10 bekommst du dabei 10% Rabatt auf deine Erstbestellung. Und vielen Dank für Fiverr für Sponsor dieses Videos. Werbung Ende. Also, kostenlose Lottoberatung. Erzähl's nicht jeder Bockwurst, am besten gar nicht und erst recht nicht der Bild-Zeitung. Auf gar keinen Fall der Bild-Zeitung. Irgendeine Abteilung von... Mit der Bild-Zeitung sollte man am besten nie reden. Man sollte nicht mal Hallo zu den Reporter sagen. Der würde dann schreiben, Promi hat mich provokant gegrüßt. Den steckt nämlich immer in irgendeinem Sommerloch. Es folgen die Berichterstattung der Bild-Zeitung von einem einzigen Lottogewinner namens Chico. Lottogewinner Chico aus Dortmund ist jetzt auch Immobilien. Überlord. Chico hat schon wieder im Lotto gewonnen! Chico, was hast du denn heute gefrühstückt, dass du so... Chico, auf Luxusurlaub. In Dubai gibt es keinen... Also ich gönne ihm den Gewinn, aber ich kann mir echt vorstellen, dass er sein Geld schneller wieder los ist, als er es hatte. Was man alles immer so liest oder über ihn hört oder manchmal auf TikTok sieht, er gibt ja extrem viel Geld aus. Klar, wenn man ein Lotto gewinnt, gönnt man sich erstmal was. Das Problem ist halt bloß, wenn man sich viel gönnt, was... monatlich Fixkosten hat, dann geht das Geld halt weg. Und wenn du keine anderen Einnahmenquellen hast, die das wieder decken, dann wird dein Geld bloß immer weniger, statt auf demselben Level zu bleiben oder mehr zu werden. Alter, bestimmt nicht. Wow. Lotto-Millionär hilft kranken Kindern. Chico mit Vespa auf großem Abenteuer. Lotto-Chico plötzlich in Afrika. Lotto-Millionär steigt ins Mandelgeschäft ein. Muss das sein, Chico? Ich muss mir dafür eine Hose anziehen. Muss das sein?
Oh, und, wichtig, kauf dir kein Sixpack an Sportwagen. Ich glaube, diese beiden Regeln würden schon ausreichen, dass du nicht sofort wieder pleite gehst. Genau das ist, was ich meine. Du gönnst dir ohne Ende und dann denkst du nicht drüber nach, dass das alles Fixkosten verursacht. Das ist das Problem. Und wer kennt nicht die Buberts, die ein paar Millionen Mark verschenkt haben, noch bevor der Lottogewinn auf ihrem Konto angekommen ist? Das ist ja dumm. Nein, das kenne ich echt nicht. Auch das ist dumm. Und haben gescheppert. Aber hey, nichts gegen die Buberts. Menschen sind nun mal sehr verschieden und kompliziert. Und es gibt also einiges, was ich persönlich überhaupt nicht ralle. Zum Beispiel, dass eine Studie mal ermittelt hat, dass gerade einmal 23% der befragten Lottomillionäre ihren Job hinschmissen. Das wird ja implizieren, dass die anderen 77% ihren absoluten Traumjob gefunden haben oder man sie einfach nicht hat gehen lassen. Also ich sag mal so, wenn der Job Spaß macht, warum nicht weitermachen, egal ob man reich ist oder nicht. Was sie so erfüllt, dass sie die neu gewonnene finanzielle Unabhängigkeit nicht nutzen wollen würden, um etwas zu machen, was ihnen vielleicht mehr Spaß bringt. Ich meine, wenn ich jetzt Multimillionär werden würde, dann kannst du mich ebenfalls zu den 77% zählen. Auch wenn ich hier und da gewisse Dinge Ich glaube, ich auch. Ich meine, ich würde zwar jetzt trotzdem noch weiter YouTube machen, Videos und Cartoons zeichnen, aber sonst irgendwas jobmäßig, glaube ich, eher weniger. Stellen würde, würde ich trotzdem weiterhin Videos ballern. Wenn du mich dies aber vor ein paar Jahren gefragt hättest, dann ja, Mann. Ich hätte meinen Job geschmissen, um tatsächlich genau das zu versuchen, was ich heute glücklicherweise Vollzeit mache. Für mich war damals so ein imaginärer Lottogewinn immer eine ganz gute Messlatte, um zu schauen, wie viel Laune mir mein Job aktuell so macht. Wenn ich im Lotto gewonnen und in meinem Job die dreimonatige Kündigungsfrist abgearbeitet hätte, dann war es fein. Stimulator, bin ich bescheuert. Nun aber gewonnen und dann einfach nicht mehr zur Arbeit erschienen wäre, vielleicht noch so eine Tüte Panda-Kacke ohne Absenderadresse hinterhergeschickt hätte. Vertragsstrafe, mir doch Lachs. Dann wieso einfach kündigen und dann die drei Monate krank machen? Das waren doch viele. Ich alles andere als happy. Man könnte jetzt vermutlich meinen, dass so wie ich hier über das Thema schwafel, ich irgendwie regelmäßig Lotto spielen gehe und das auch alles irgendwie ganz cool finde oder was weiß ich. Ich wurde früher einige Male auf der Straße angesprochen von random Leuten, die einen prall ausgefüllten Systemschein in der Kralle hielten und dann irgendwie meinten, dass sie doch jetzt was gewinnen müssen. Oder wie siehst du das? Ich fand das immer etwas weird und random. Ich meine, was soll ich dir jetzt bitte sagen? Du hast ein Problem, Diggi. Ich hab dann wieder Klugscheißer, der ich manchmal bin, meine komische Tischtennisball-Metapher rausgeholt. Stell dir eine riesige Halle mit 140 Millionen Tischtennisbällen vor. Oh, ein Gott. Tischtennisball ist schwarz. Gib mir 1,20 Euro, ich verbinde dir die Augen und du darfst mit einem Versuch diesen schwarzen Tischtennisball ziehen. Oh, hast du nicht hinbekommen? Dann gib mir nochmal 1,20 Euro, dann darfst du auch nochmal. Du kannst mir auch 5.000 Euro geben, dann darfst du 4.000 mal ziehen. Irgendwas sag mir. Es ist aber eigentlich gut, ne, das so zu erklären. Ja, das stimmt schon. Allerdings, dass du trotzdem wie eine traurige Leberwurst zurückkommen wirst. Wenn du einem Computer versuchen würdest, das Prinzip der Lotterie anzudrehen, würde dir die Kiste vermutlich einen Mittelfinger zeigen. Bei uns Menschen funktioniert es ganz gut, weil wir erstens nicht in der Lage sind, uns große Zahlen vorstellen zu können. Gewinnchancen 1 zu 140 Millionen, das klingt doch irgendwie machbar. Ich meine, irgendjemand gewinnt doch ab und an mal, oder nicht? Und zweitens, weil Lotto den Psychotrick mitbringt, zum Träumen zu verleiten. Manche Lotto-Unternehmen werben sogar ganz obvious damit. Na gut, dass ich nicht dazu gehöre. Ich träume nicht davon. Also ich träume, wie soll ich das erklären? Ich spiele halt einfach und wenn ich dann gewinne, dann fange ich erst an zu träumen, was ich mit den Gewinnen machen würde. Vorher male ich mir eigentlich überhaupt nichts aus, weil ich habe ja noch keinen Gewinn. Und mal ganz ehrlich, wer träumt denn auch nicht gerne? Ich träume 90% des Tages. Stell dir mal vor, du kaufst dir einen Lottoschein. Ach, du wirst doch eh nicht gewinnen. Aber was wenn doch? Oh Gott. Aber was wenn doch? Stell dir mal vor, du checkst morgen Abend die Lottozahlen und du hast alle 6 richtig. Alter, was du dann machen würdest? Job schmeißen! Naja, mal schauen. Aber direkt Ferrari kaufen. Mit deinen besten Freunden fett Urlaub machen. Ein Haus in Neu-Allermöhe-West. Ich meine, selbst meine Einleitung hier mit dem Handschellenkoffer und dem Party-Talk mit der Lottofee in der City Nord kann man genauso gut auch... Ich hätte selbst Angst, mir ein Haus auf Finanzierung zu kaufen, weil ich Angst habe, das irgendwann nicht mehr zahlen zu können, weil irgendwas passiert, dass ich zum Beispiel kein Geld mehr habe oder so. Ich bin immer so einer, der... Wenn ich was kaufe, will ich es sofort bezahlen und nicht... auf Finanzierung und deswegen kann ich mir halt keine großen Dinge kaufen. Auch in diese Traumschublade legen. Ach ja, und drittens? Also ich kann schon, aber naja, die Angst ist immer da. Vielleicht auch noch. Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de. Der Bims kann gut süchtig machen. Mhm. Bevor jetzt hier irgendjemand das Gefühl bekommt, ich sei ihm oder ihr mit meinem halben Rant hier etwas zu nahe getreten. Ich persönlich packe das Lottospielen in dieselbe Schublade wie andere Dinge, die man in Maßen ruhig mal machen kann, aber aufpassen sollte, dass es nicht allzu viel wird. Was haltet ihr von Lotto? Schreibt's mir in die Kommentare. Und danke fürs Zuschauen, ihr Gurken. Habt euch lieb, macht mal bei COD 500k voll, damit er aufhört rumzuheulen. Und Ich muss ehrlich sagen,
Ich spiele meistens wirklich aus Spaß. Wenn ich gewinne, gewinne ich. Okay, dann freue ich mich natürlich sehr. Das Ding ist halt, ich kaufe einen Lottoschein, dann lege ich den hier auf den Tisch und denke mir dann, gut, wenn es soweit ist, Mittwoch oder Samstag die Zahlen angucken. Und dann vergesse ich es immer. Und dann auf einmal liegt da jetzt eine Woche ein Gewinn rum und ich habe nicht gecheckt. Das wäre auch krass. Okay, das Video war cool. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.